Dank EU-Freizügigkeit noch mehr Ausländer. Weiterer Lohndruck erwartet. Wiesbaden. Dank der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit ist die Zahl der Ausländer ohne deutschen Pass im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie seit 15 Jahren nicht mehr. Insbesondere aus den neuen EU-Mitgliedsländern Osteuropas, wie beispielsweise aus Polen und Rumänien, kamen Arbeitsmigranten nach Deutschland, die sich von den Löhnen in der Bundesrepublik ein gutes Leben in ihrer Heimat erhoffen. Zum Jahresende lebten hier offiziell knapp 7 Millionen Ausländer ohne deutschen Pass. Die meisten kamen im Zuge der seit dem 1. Mai 2011 geltenden EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit nach Deutschland. Auf Platz 1 stehen zugewanderte Polen, die sich in erster Linie in grenznahen Regionen versuchen niederzulassen. Starke wirtschaftliche Einschnitte muss wegen dieser Arbeitnehmerfreizügigkeit der Osten der Republik verkraften, da ein weiterer Faktor zum Lohndruck entstanden ist. Mit der EU-Richtlinie haben alle Bürger der Union freie Niederlassungs- und Erwerbsrechte. Da die Lebenserhaltungskosten der europäischen Staaten trotz schrittweiser Anpassungen an das westeuropäische Niveau nach wie vor weit unter dem deutschen Standard liegen, können den Polen und Rumänen deutlich niedrigere Löhne gezahlt werden. Der ohnehin strukturschwache Osten der Republik wird unter diesem Druck weitere wirtschaftliche Einbußen hinnehmen müssen und somit dauerhaft am Tropf des bundesdeutschen Sozialstaates hängen. Aber auch Wirtschaftsflüchtlinge aufgrund der anhaltenden Euro-Krise muss der deutsche Steuerzahler aushalten. So kamen verstärkt Ausländer aus den von der Krise stark betroffenen Ländern ins Land, wie zum Beispiel aus Griechenland, Portugal oder Spanien. Für das Jahr 2012 kann mit einer weiteren Ausländerwelle gerechnet werden. Entgegen der breit angelegten Propaganda etablierter Politiker hat die EU-Richtlinie zur Arbeitnehmerfreizügigkeit für Deutschland zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Schwächung geführt.